Hallo zu einem Infovideo auf meinem Kanal. Ihr wisst, ich will so transparent wie möglich auf meinem Kanal bleiben. Bin noch ein bisschen angeschlagen, muss mich jetzt erstmal schonen. Und das wird sich dann auch in den Videos niederschlagen, indem hier nicht so viel Neues jetzt kommt, also dass ich jetzt irgendwas Neues hochladen kann. Ich versuche mich mal an einem Video, werde dabei aber viel, viel weniger sprechen. Aber so ein, ja, ein halbstündiges Video würde ich trotzdem gerne die Woche oder zwei oder dreimal probieren. Vielleicht auch einen kleinen Stream, wo ich allerdings, wie gesagt, recht wenig rede. Deswegen, ihr seht es hier. Ihr seht es hier, der Kaschid-Mönch, den pausieren wir erstmal die Woche. Die Nordmänner auch, weil da muss man trotzdem ziemlich viel reden. Dragon Age könnte auch noch pausiert werden. Vielleicht, wenn ich nicht so viel rede, können wir auch mal durchspielen. Das ist nicht so schlimm, weil dort auch viel geredet wird. Das passt eigentlich sehr schön. Bard's Tale ist vorproduziert. Medieval Dynasty auch. Deswegen denke ich, passt es. Ansonsten, Operation hat ganz gut. Alles habe ich überstanden. Die Wunde sieht gut aus, meinten die Ärzte. Aber man merkt, es ist so ein kleiner Warnschuss, ne, den der Körper immer gibt, was da halt so alles drin steckt. Und den sollte man auch ernst nehmen, meinen die Ärzte, und habe auch ich mir so ein bisschen überlegt. Und dass man insgesamt irgendwie wieder ein bisschen zurückfahren sollte. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten ziemlich stark mich wieder engagiert in verschiedenen Projekten. Und ja, der Körper das tatsächlich dann irgendwie verarbeitet anscheinend. Gut, das war's von mir erstmal. Wie gesagt, vielleicht gibt es eine ruhige Runde Hunt Showdown mal oder eine ganz ruhige Runde Stardew Valley, vielleicht mal als Livestream. Und ansonsten, das muss ich jetzt wirklich schauen, was ich kann. Erstmal auf alle Fälle nichts Aufwendiges, wie zum Beispiel den Kaschid-Mönch, den erstmal oder irgendwas, wo ich auch meine Stimmen einsetzen muss oder einsetzen möchte, wie bei der Schicksalsklinge. Wo ich auch ein bisschen den Zwerg reden lassen möchte, aber das strengt mich zurzeit einfach zu sehr an. Aber man ist jetzt daheim und die Langeweile fällt einem dann doch auf den Kopf. Und solange schönes Wetter draußen ist, ist schön zum Spazieren gehen auf alle Fälle. Aber der ein oder andere Regentag ist da doch auch hier. So, das war's von mir. Ich wünsche euch natürlich wie immer eine wundervolle Woche und viel, viel Gesundheit. Und ja, macht immer das Beste draus, ne, aus dem, was ihr habt.